Mein Name ist Britta Planer-Friedrich. Ich bin ja seit 2008 an der Uni Bayreuth im Bereich Geowissenschaften in der Abteilung Umweltgeochemie. Ich habe zunächst mal Geologie studiert, was eigentlich gar nicht zuerst meine Richtung vielleicht war, denn ich war im Gymnasium eher auf dem neusprachlichen Zweig und habe dann eigentlich Geologie gewählt, weil da so viele Naturwissenschaften kombiniert waren. Das hat mich irgendwie damals fasziniert. Dann habe ich dann umgeguckt nach dem Vordiplom, wo könnte ich hingehen, bin nach Freiberg gegangen. Freiberg ist ja TU Bergakademie, also ganz klassisch so dem Bergbau verbunden und war aber dann im Studiengang eben Hydrogeologie, Umweltwissenschaften und habe mich innerhalb der Hydrogeologie eben stark auf die Chemie eigentlich schon spezialisiert und war dann nach der Promotion 2 Jahre im Ausland in Kanada. Ja, und von Kanada aus habe ich mich hierher beworben. Jetzt bin ich hier in Bayreuth. Also Umweltgeochemie, kann man vielleicht prinzipiell sagen, beschäftigt sich mit chemischen Prozessen im Gestein und Boden, Luft, vor allen Dingen aber auch Wasser. Also mein Ding ist eigentlich die Wasserchemie. Und innerhalb der Wasserchemie beschäftigen wir uns eigentlich stark mit der Anorganik und vor allen Dingen mit Spurenelementen und um das vielleicht greifbarer zu machen, unser klassisches Spurenelement ist Arsen. Ich denke generell ist bei meinem Fach einfach das Tolle, dass ich so diese 3 Bereiche, die mich faszinieren, kombinieren kann. Gelände, Labor und aber auch Computerarbeit. Ich mache auch gerne Vorlesungen. Auch das ist einfach schön, mal 1,5 Stunden da vorne zu stehen und zu erzählen und die Leute sozusagen so mitzunehmen auf so eine Reise durch so verschiedene Fachgebiete. Und wenn das Semester zu Ende geht, bin ich total wild drauf, auch wieder ins Gelände zu kommen. Und das ist auch das Schöne, wenn ich dann 3, 4 Wochen im Gelände war und dort gearbeitet habe, da gehe ich eben oft auch mit Masterstudenten, Bachelorstudenten ins Gelände. Man kann so viele verschiedene Bereiche verbinden. Und dadurch, dass wir eben so interdisziplinär auch arbeiten, das ist einerseits hier in Bayreuth sehr gut vertreten in der Geoökologie, ist einfach ein Gebiet, ein Fachgebiet, was breit angelegt ist. Und andererseits bietet es unheimlich viel Potenzial, eben international zu kooperieren, also mit Leuten, die dann wirklich vom Fach sind, Mikrobiologen oder Toxikologen. Das macht auch einfach Spaß. Die Juniorprofessur wäre eigentlich 6 Jahre gegangen, die ist jetzt nach 3 Jahren schon verstetigt worden auf eine W2. Und da war die Uni Bayreuth unglaublich gut. Also sie haben mir sofort das irgendwie alles ermöglicht, mit meinem Eminöter-Programm hier anzufangen. Haben mir sehr viel draufgelegt, um mich quasi auch hierher zu bekommen. Das war von Anfang an eigentlich das Gefühl, man fühlt sich hier wohl, man fühlt sich aufgehoben. Dieser Luftsauerstoff. Es gibt jetzt auch so einen Welcome Day, wo man tatsächlich sozusagen innerhalb des ersten halben Jahres so herumgeführt wird, dass man auch sowas wie eine Verwaltung mal sieht. Man kommt ja hierher, man hat vielleicht forschungsmäßig was gelernt, man hat vielleicht sogar, wenn man Glück hat, schon ein bisschen Lehrerfahrung, aber den ganzen Verwaltungskrempel, der doch auch viel Zeit irgendwie einnimmt, kennt man nicht. Und da gibt es jetzt eben am Welcome Day auch die Möglichkeit, einfach mal die verschiedenen Abteilungen zu sehen, zu den Leuten mal hinzugehen und so. Und das ist eigentlich auch schon sehr, sehr schön, schönes Angebot. Da kann man eigentlich schon auch was erkennen auch im Background, aber da muss ich die fast 9 Wochen exponieren, weil wir dann natürlich irgendwo im Konzentrationsbereich sind, der irgendwo hier liegt. Also eine Sache, die ich mir auf jeden Fall, glaube ich, halten will, ist die Begeisterung an der Lehre. Und aus Forschungssicht, da wird man sozusagen immer dranbleiben müssen, neue Ideen zu entwickeln und so weiter. Was natürlich schon schön wäre, wäre mal eine Forschergruppe sozusagen dann aufzubauen, also mit mehreren und das quasi zu leiten. Eine Forschergruppe läuft dann über 6 Jahre, das ist auch sozusagen schon ein bisschen was Längeres, Größeres. Also das wäre, sagen wir mal, forschungsmäßig vielleicht was mich interessieren würde. Ansonsten denkt man als Prof natürlich vielleicht auch mal an ein Sabbatical, an ein Forschungsfreisemester, einfach nochmal woanders hinzugehen, auch selbst nochmal neue Techniken wieder zu lernen, sodass man nicht nur immer weitergibt das Wissen, sondern sich wirklich auch von oben nochmal ein bisschen wieder was holt. Also ich denke, das wären so die Pläne.